So, hallo liebe Zielgruppe, hier ist das Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und in unserem wöchentlichen Videointerview haben wir heute Philipp Stern zu Besuch, der so vor rund 10 Jahren zusammen mit Florian Schatz den Online-Store Get Digital gegründet hat, wo es für alles gibt, was Computerfreaks so begehren. Hallo Philipp. Hallo. Das ist wunderbar, Bild und Ton funktionieren. Ja, mich interessiert erstmal, heute haben ja auch Apple Weihnachtszahlen vorgelegt. Was ist denn bei euch im Weihnachtsgeschäft besonders gut gelaufen? Also generell ist erstmal das Weihnachtsgeschäft sehr gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, aber wir waren unter anderem im RTL Nachtjournal und das hat natürlich einen großen Boost gegeben für unsere Umsatzzahlen. An Produkten, absoluter Topseller war unsere Matheuhr. Das ist halt eine kleine Uhr, wo das Ziffernblatt, jede einzelne Zahl gegen mathematische Formeln ausgetauscht ist. Was ist sonst noch gut gelaufen? Die Android-T-Shirts von uns, die laufen allerdings auch jetzt noch sehr gut, sind generell eigentlich alle Motive Topseller. Der selbstumgewohnte Bücherbecher, der ist auch sehr gut angenommen worden. Ja, wir hatten ja dankenswerterweise von eurer Seite auch ein paar Gadgets für unsere Adventsaktion zur Verfügung gekriegt, haben die auch getestet, die waren erstaunlich gut und haben viel Interesse bei unseren Lesern erfahren. Auch die was gewonnen haben, haben sich ganz herzlich bedankt. Jetzt interessieren wir uns natürlich auch, was kommt denn 2012 so alles neu auf den Markt? Worauf dürfen wir uns freuen? Alles kann ich natürlich noch nicht verraten, aber was sehr viele Nachfragen von Kunden bereits schon bei uns gebracht hat, sind My Little Pony Shirts. Es ist ja dieses My Little Pony Meme, dass erwachsene Geeks, die eigentlich mal für Kinder gemachte Serie halt hochfähig gemacht haben. Und da werden wir eine ganze Reihe von T-Shirts bekommen. Die kommen so ungefähr Ende Februar, Anfang März. Dann kommt jetzt auch recht bald, wahrscheinlich noch im Februar, ein Purpur-Tentakel aus dem berühmten Adventure-Spiel als Kuscheltier. In zwei Versionen sogar, einmal als Handpuppe und als so Kuscheltier zum Hinstellen. Wir basteln an einem Nyan-Cat-Kuscheltier mit Sound, also die berühmte Nyan-Cat aus dem Meme. Und natürlich sind wir weiterhin immer dran, die neuesten Trends dann auch in T-Shirts umzusetzen. Da ist auch noch einiges in der Mache. Ja, und neben den T-Shirts habt ihr auch immer viele Sachen, die ich hier an meine USB-Buchse anschließen kann. Ne? Mich interessiert überhaupt auch, wie kommt ihr eigentlich zu den Ideen? Ihr stellt ja auch eigene Produkte her. Ne? Ja, wir stellen auch eigene Produkte her. Viele Ideen haben wir natürlich auch selbst. Also wir sind eigentlich ein Team, wo fast alle Mitarbeiter in einer gewissen Art und Weise nerdig oder geekig sind. Aber wir fragen auch unsere Kunden, man kann auf unserer Homepage Ideen einreichen und die sichten wir auch alle und nehmen dann auch Kontakt auf mit den Kunden, wenn das in Frage kommt für uns. Wir arbeiten mit unserer Facebook-Community zusammen, in dem Sinne natürlich, dass man dort auch einfach auf unserer Pinnwand Ideen posten kann, aber wenn wir eine Idee haben, sei es vom Kunden oder von uns selbst, dann fragen wir häufig auf Facebook nach, gefällt euch das, wie sollen wir es vielleicht verbessern? Haben wir irgendeinen Fehler gemacht bei der Gestaltung der Matheuhr? Da war es zum Beispiel ganz nett, dass da die Community noch 2, 3 Fehler gefunden hat, bevor wir es in Druck gegeben haben. Okay. Natürlich nicht nur auf Facebook. Twitter spielt da auch eine Rolle. Auf Facebook ist die Community allerdings immer ein bisschen aktiver. Habt ihr auch einen Scout vielleicht in Japan? Denn dort wird ja auch immer eine ganze Menge blinkendes Zubehör hergestellt. Also wir besuchen Messen auch in Japan. Allerdings Japan, USA, Hongkong. Wobei man sagen muss, die meisten Sachen findet man doch eher auf den Messen in Hongkong als in Japan. In Japan ist so ein bisschen das Problem, dass es gibt da halt einige sehr aktive, sehr große Spielzeughersteller, die halt immer coole Gadgets auf den Markt werfen, nur da ist meistens sehr schwer ranzukommen, weil die halt dann sehr auf den japanischen Markt fixiert sind und wir dann, muss ich leider sagen, noch zu klein sind, da dann wirklich immer so die Stückzahlen dann abzufragen, dass sie sich dann wirklich dafür interessieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, leider. Ich habe doch nochmal eine Frage zu der Produktentwicklung. Also ihr habt die Idee oder es kommt aus der Community eine Idee. Wie lange braucht dann ungefähr die Umsetzung und was sind da so für typische Probleme, wenn man also von der Idee bis zu einem serienreifen Produkt kommen möchte? Ja,
Also generell ist es so, das kann manchmal sehr lange dauern. Es kommt allerdings immer sehr auf das Produkt an. Ein T-Shirt kriegen wir sehr schnell umgesetzt. Das kann auch mal innerhalb von wenigen Tagen passieren, wenn wir halt auf irgendwas Aktuelles, was gerade im Internet hochgekocht ist, reagieren wollen. Bei einem Gadget müssen wir auch gucken, ist das Gadget von jemand anderem schon produziert worden oder ist es eine eigene Idee? Und wenn es eine eigene Idee ist, dann sind das wirklich sehr, sehr viele Schritte. Dann muss man häufig erstmal einen Ingenieur haben, der einem die Schaltung entwickelt. Dann muss man einen Hersteller finden, die dann ja meistens in China sitzen. Dann muss man dort sehr viel Qualitätsmanagement machen. Man muss halt wirklich gucken, dass man nicht, wenn man einfach irgendeine Fabrik beauftragt, dann kriegt man meistens nicht das, was man hinterher haben will. Dann muss man mehrere Muster sichten, man muss dann während der Produktion ständig kontrollieren, ob das Ganze in Ordnung ist und auch so, wie man es am Ende haben will. Also das kann schon auch mal über ein halbes Jahr dauern, bis wir wirklich dann so ein Produkt umgesetzt haben. Ja, Stichwort Qualitätsmanagement. Jetzt sind ja viele Produkte von euch in einem Preisniveau, wozu vielleicht auch ein Taschengeld ausreicht, muss also... Man kann ja schon für 10 Euro was Spannendes kriegen. Nach oben ist es ein bisschen offener, die Preisspanne. Aber zufriedene Kunden erwarten ja auch eine gewisse Qualität. Wie wenn dann so ein Gadget ganz schnell kaputt geht, dann würden sie vermutlich nicht mehr so gerne zu Get Digital zurückkommen, die Kunden. Also wie sichert ihr denn den Qualitätslevel? Was die Produkte angeht, wenn wir sie selber importieren, haben wir ja vor Ort Also gibt es spezialisierte Unternehmen, die wir dann beauftragen, die dort halt vor Ort wirklich stichprobenartig die Produkte einfach auspacken und komplett durchtesten. Dann ist es auf der anderen Seite natürlich so, dass wir generell sehr viel Wert auf Kundenservice und dann entsprechend auch die Abwicklung von Garantiefällen und den Austausch von Ware legen. Wir haben da wirklich sehr motivierte Mitarbeiter, die sich dann auch um jeden einzelnen Kunden kümmern. Und es ist unsere Philosophie, dass wir uns halt dann wirklich auch verantwortlich fühlen, dafür zu sorgen, dass wenn dann doch mal etwas passiert, was man natürlich nie ganz ausschließen kann mit einem Gadget, dass wir halt so für den Austausch sorgen, dass es für den Kunden möglichst wenig Arbeit macht. Also zum Beispiel lassen wir die Produkte abholen, wir tauschen sie aus innerhalb von 2-3 Tagen. Da sind wir halt wirklich, legen wir sehr viel Wert drauf, dass es für den Kunden dann möglichst ohne Probleme abläuft alles. Du hattest ja anfangs gesagt, das Weihnachtsgeschäft ist gut gelaufen. Demnach steht Geld für Investitionen bereit. Was habt ihr denn 2012 so auf, jetzt nicht in der Produktebene, sondern auf Ebene Get Digital vor? Gibt es Expansionspläne, neue Länder, die beackert werden sollen oder Ladengeschäfte? Was sind denn so die Businesspläne für die Zukunft? Ja, Ladengeschäfte planen wir im Moment nicht. Wir sind im Moment immer noch dabei, wirklich den deutschen Markt weiter auszurollen. Da haben wir einfach immer noch ein enormes Wachstumspotenzial. Es ärgert uns immer noch, dass es noch einige Geeks in Deutschland gibt, die uns nicht kennen. Natürlich denken wir auch ans Ausland. Es wird aber wohl jetzt 2012 erstmal noch keine größere Rolle spielen. Und Hauptquartier bleibt in Kiel. Wir sind auch schon teilweise am Überlegen, ob wir ein zweites Büro irgendwo anders in Deutschland aufmachen, aber im Moment ist es noch Kiel und ganz wirklich konkrete Pläne gibt es auch nicht. Ne? Gut, dann stimmten da jedenfalls meine Informationen. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir kommen bestimmt mal wieder zurück auf Get Digital, wenn uns ein Produkt besonders interessiert. Und hier aus Berlin darf ich euch dann weiter viel Erfolg bei dem Zukunftskurs wünschen. Ja, vielen Dank. Tschüss, Philipp. Tschüss.